Die Wechselschaltung bereitet vielen Schülern oder wem auch immer irgendwelche Probleme. Die fangen dann an, hier irgendwelche wilden Skizzen zu machen und denken, es geht. Wir probieren mal aus, ob das funktionieren würde. Spannungsquelle, hier fließt der Strom los durch die Lampe, hoffen wir, ne, dann hier lang, hier lang, hier lang und dann? Ach, naja, gut, dann schalten wir den Schalter eben hier runter in die zweite Stellung. Also, och, leuchtet doch, geht doch. Was ist, wenn ich den hier runterlege? Wir machen es mal. Ja, dann fließt der Strom hier lang und dann hier und bleibt hier stehen, ne, wenn dieser Strich nicht wäre. Und so weiter. Nochmal zum Thema Planen. Wie plant man eine elektrische Schaltung? Na, ganz einfach. Das Wichtige ist doch bei der Wechselschaltung, dass die Lampe leuchten muss. Und zwar egal, welcher Schalter betätigt wird. Dann sage ich mir, warte mal. Ich nehme meinen Schalter, meinen Umschalter 1 und sage, na gut, also hier muss irgendwie der Strom fließen. Wenn der Strom fließt, durch den anderen Schalter fließt, dann wäre das Thema ja schon so weit gelaufen. Jetzt muss ich bloß noch eins machen, okay, ich verbinde das ganze Thema mit der Spannungsquelle, damit überhaupt Strom fließt und sage, gut, dann kommt hier noch eine Lampe, die ja leuchten soll. Und die verbinde ich mal. Oh, das war nicht schön. Und die verbinde ich mal mit diesem Schalter. Achtung, jetzt nicht hier hochzeichnen, macht man nicht, sondern vom Schalter weg immer den Anschluss erstmal ein Stückchen waagerecht führen. So, jetzt überprüfen wir mal, ob das ganze Ding funktioniert. Der Strom fließt. Jawohl, durch die Lampe zurück zur Spannungsquelle funktioniert. Jetzt schalte ich den Schalter mal um. Ich mache es mal blau, also hier. In die Stellung, ja, dann fließt der Strom bis hierher. Denkt da, jetzt geht, nee, geht nicht weiter. Aha, dann muss ich also noch eine Leitung führen. Die würde im Moment nicht funktionieren. Was ist, wenn ich diesen Schalter aber hier hinschalte? Dann funktioniert's. So planen Leute, dann kommt man dazu, dann funktioniert das auch. Wir machen mal die Gegenprobe. Also, blau würde leuchten, wenn ich aber einen der Schalter wieder in die schwarze Stellung zurückgebe, leuchtet sie nicht mehr. Das ist ja auch das Ziel. Nehmen wir mal an, ich habe diesen hier in schwarz und diesen in blau, leuchtet sie nicht. Schalte ich ihn zurück in schwarz, leuchtet sie wieder. Mit den Schaltern anfangen, das ist der Tipp. Und vor allem überlegen, die müssen ja erstmal so beide schalten, dass es egal in welcher Stellung funktioniert. Wenn ich damit anfange, kann ich dann den Rest malen. Nicht hier wild, hauruck, Spannungsquelle, irgendwie eine Lampe und dann mal sehen und dann mit den Schaltern rumrätseln. Das wird meistens geschmiert und zum Schluss so unübersichtlich, dass es nicht funktioniert. Also nicht so anfangen, sondern immer überlegen, was ist das Ziel, was ist die Aufgabe. Mal sehen, vielleicht mache ich dann noch ein Video, wie man das Ganze dann verkabelt. Das dürfte aber nicht so schwer sein. Schaut mal, oben sind immer Links entsprechend und wenn ich da habe ich dann entsprechend was eingefügt. Also wie plant man einen Stromkreis? Wie plant man eine Schaltung? Und zum Schluss werde ich dann hier links auch angefügt haben, sodass das eigentlich kein Problem mehr sein dürfte. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ich habe mich verständlich ausgedrückt und es hilft euch. Das ist ja mein Ziel. Soll ja helfen, ne? Tschüss.